Haarausfall gezielt stoppen mit diesen natürlichen Mitteln. Kratzt Haarausfall an deinem Selbstbewusstsein? Verlierst du täglich zu viele Haare und dein Haar wird merklich weniger oder dünner? Das zeigt ganz deutlich, dass etwas in deinem Körper nicht stimmt. Aber keine Angst, auch dein Haarausfall ist aus naturheilkundlicher Sicht heilbar bzw. umkehrbar. Mit welchen Änderungen du wieder kräftiges, volles Haar bekommst und damit auch dein Selbstbewusstsein stärkst, ohne auf chemische Mittel zurückgreifen zu müssen, und welche weiteren positiven Auswirkungen diese Änderungen auf deinen Körper haben werden. Aber was du auch beachten solltest, das zeigen wir in diesem folgenden Video. Folgendes solltest du beachten. Ernährung. Die richtige Ernährung schützt dich vor einem Nährstoffmangel, vor Übersäuerung oder einer Überlastung der Entgiftungsorgane und kann, wenn alles berücksichtigt wird, nicht nur den Haarausfall stoppen, sondern hat auch noch weitere gesundheitliche Vorteile auf deinen gesamten Körper. Wenn du deinen Haarausfall in den Griff bekommen möchtest, solltest du versuchen, dich 2 bis 3 Wochen rein basisch zu ernähren. Danach solltest du zu einem Mix aus einer basischen und einer gesunden säurebildenden Ernährung übergehen. Meiden solltest du ungünstige säurebildende Nahrungsmittel wie Weißmehl, Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Koffein, Fastfood, Zucker und Alkohol. Empfohlen sind hier natürliche und gesunde Nahrungsmittel wie Gemüse, Obst, hochwertige Fette und Öle, Nüsse, Vollkorn und vieles mehr. Nur wenn du deine Ernährung in diese Richtung umstellst, kannst du erreichen, dass die Ausdünnung oder sogar einer frühzeitigen Glatzenbildung entgegengewirkt werden kann. Natürliche Haarpflegeprodukte. Verwende keine künstlichen Haarpflegeprodukte, die giftige Chemikalien enthalten. Natürliche Produkte sind hier unabdingbar. Verwende ein gutes pflanzliches Haaröl oder zum Beispiel Kokosöl. Und massiere am besten 2-mal wöchentlich deine Kopfhaut, um die Blutzirkulation anzuregen. Wasche dein Haar danach mit einem basischen Shampoo und trockne es vorsichtig, aber gut ab. Denn nasses Haar belastet den Haarbalg, indem es nach unten zieht. Ausreichend trinken. Wenn du nicht ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, können sich deine Haut- und Haarzellen nicht erneuern. Trinke am besten bis zu 3 Litern täglich, wobei du auf Softdrinks verzichten solltest. Am besten ist Wasser, auch gerne infused mit Gurke oder ähnlichem, um eine geschmackliche Abwechslung zu haben. Versuche aber auf Kaffee und Tee mit Tein, siehe Beschreibung auf der Verpackung, zu verzichten. Viele weitere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Du solltest versuchen, den täglichen Stress herunterzufahren, ausreichend Relaxphasen einzuplanen und natürlich auch ausreichend zu schlafen und dich körperlich zu betätigen, denn Sport hilft auch dem Körper, sich selbst zu heilen. Wenn du diese Anregung beherzigst, wirst du feststellen, dass der Haarausfall tatsächlich zurückgeht und in den meisten Fällen sogar gestoppt werden kann. Um einen neuen Haarwuchs voranzutreiben, braucht der Körper allerdings etwas Zeit, aber es wird sich lohnen, geduldig zu bleiben. Und nochmals, die Hauptkomponente, wenn du deinen Haarausfall stoppen möchtest, ist wirklich eine Entsäuerung des Körpers. Bei diesem Thema der Übersäuerung sind wir oftmals überfordert, aber es gibt ein Buch, das dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und das aufzeigt, dass eine Übersäuerung der Grund allen krankheitsbedingten Übels ist. Dieses Buch ist so aufschlussreich und hilft dir wirklich bei einer gesunden Entsäuerung, die nicht nur deinen Haarausfall stoppen wird, sondern die auch viele weitere Vorteile bringen wird. Den Link findest du unterhalb des Videos. Klicke auf diesen Link, um das Buch Medizinskandale – Übersäuerung zu prüfen, das dir helfen wird, nicht nur deinen Haarausfall auf gesunde Art und Weise in den Griff zu bekommen. Bitte bleib gesund! Danke fürs Zusehen! Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.